Letztes Jahr um die Zeit war es klar, Halskratzen, Husten, zack, Schnelltest. Das ging uns in Fleisch und Blut über zu Hause. In diesem Jahr stehe ich jetzt Montag bei unserer Hausärztin in der Schlange und höre so mit einem Ohr mit, was eine Patientin sagt. Ja, ihr ging es nicht gut, Husten, Schnupfen, Fieber. Und die MTA fragt, ja, haben Sie sich denn schon auf Corona getestet? Nö. Und die Frau steht ohne Maske mitten in der Praxis rum. Kein Wunder, dass die Corona-Zahlen durch die Decke gehen und die Dunkelziffer noch höher liegen wird. Immer mehr zu tun in dieser Mettmanner Hausarztpraxis. Ob Infekt oder Corona, laut Ärztin Andrea Bruns sind Atemwegserkrankungen im Moment allgegenwärtig. Im Herbst sei das wenig überraschend, doch es seien auffällig viele Corona-Infektionen darunter. Die Situation verschärft sich von Woche zu Woche. Jeden Montagmorgen kommen, heute Morgen waren es 17 bis 18 Krankmeldungen allein wegen grippalen Infekten. Und die Patienten berichten eben auch, dass viele Corona-Kranke in der Umgebung sind, unter anderem auch in den Kitas, dass sie ihre Kinder zu Hause lassen müssen, weil die Erzieherinnen durch Corona erkrankt sind. Schnupfen, Husten und Halsschmerzen, Infekt oder Corona. Viele wissen gar nicht, was genau sie haben, bis sie zum Arzt gehen. Oder sie wollen es vielleicht auch gar nicht wissen, nichts mehr von Corona hören. Ich finde, es ist immer noch was Besonderes. Ich bin selber halt eben auch krank. Und dadurch ist die Angst natürlich immer größer. Aber wir testen auch zwischendurch, wenn wir merken, oh, einer in der Familie ist krank. Aber es ist nicht mehr so eine Panik da wie in den Anfangszeiten. Ich bin selber an Corona erkrankt und schön war das nicht. Also ich möchte das auch nicht nochmal haben, ehrlich gesagt. Aber im Grunde genommen ist die Furcht irgendwann weniger geworden. Ne? Es wurde so selbstverständlicher, das Ganze. Ne? Und man hat gelernt, damit zu leben irgendwie. Wobei ich auch jetzt schon gesagt habe, wenn das jetzt immer schlimmer wird, würden wir beide tatsächlich tendenziell auch wieder Maske tragen. Corona gehört jetzt eben dazu. Und einige landen damit immer noch im Krankenhaus. Die Inzidenz steigt wieder, auch wenn die Daten längst nicht mehr so aussagekräftig sind, weil insgesamt viel weniger getestet wird. Trotzdem mahnt Chefarzt Carsten Wölke, vorsichtig zu sein. Corona sei kein gewöhnlicher Infekt. Man muss natürlich mit der Erkrankung zu leben, aber man darf sie auch nicht bagatellisieren. Denn wir wissen, dass Corona deutlich aggressiver ist als auch die Influenza und nicht vergleichbar mit einem normalen Erkältungsinfekt. Deshalb auch nochmal der Appell an die Mitbürger, wer jetzt auch Angehörige hat, die zu schützen sind, dann lieber auch ruhig in gewissen Situationen die Maske tragen. Also lieber zu viel als zu wenig, das ist ganz klar. Und trotzdem kann es einen gerade in der kalten Jahreszeit erwischen. Dann heißt es zu Hause bleiben und auskurieren. Ja, das klappt so mittel, habe ich den Eindruck. Professor Winfried Randerath, Lungenfacharzt am Krankenhaus Bethanien in Solingen. Ich hatte just gerade erst diese Situation vor mir steht. Eine Dame, mit der ich im beruflichen Kontext zu tun hatte. Und die sagte mir, ja, ich hatte heute Morgen einen positiven Corona-Test. Ich merke nichts, ich habe nur einen ganz, ganz feinen Strich. Und ich habe nichts gemacht. Also hätte ich letztes Jahr nicht gemacht. Gehen wir zu lax damit um? Ja, Ihr Beispiel zeigt zweierlei. Einerseits, wie wir uns nicht mehr trauen, den anderen, die andere darauf anzusprechen. Mensch, bleib doch zurück und schütz mich und schütz auch andere. Du musst auch an andere denken, nicht nur an mich, die ich vielleicht gesund bin. Und das andere ist, dass wir als Betroffene nicht andere automatisch schützen, wie wir es gewohnt waren. Und da gehen wir sicherlich zu lax um. Wir müssen weiter daran denken, es ist eine Erkrankung, die unangenehm verlaufen kann, die Folgen nach sich ziehen kann. Und deswegen müssen wir sie schon sehr ernst nehmen, auch wenn sie ein Stück weit Normalität geworden ist. Können Sie denn eine Aussage machen? Wir haben jetzt gerade gehört, so im Kreis Mettmann steigen die Inzidenzen. Wie sieht es denn so im Bergischen aus gerade? Das ist ein Problem, was wir überall sehen, bundesweit auch. Man kann ungefähr sagen, das RKI erhebt ja ständig die aktuellen Erkrankungsraten für verschiedene Infektionserkrankungen. Und im Moment liegt der Anteil so etwa bei 20% von Corona-Infektionen an allen Infektionen. Und das ist ein hoher Anteil, das ist ein steigender Anteil. Und der kann natürlich noch in den nächsten Monaten weiter steigen. Und wenn er dann noch mit der Influenza-Epidemie zusammentrifft, die wir immer im Dezember, Januar erwarten, dann bis März, April, dann können wir ein richtiges Problem bekommen.
Ihr Kollege hat das ja gerade im Film schon angesprochen. Corona ist schlimmer als die Influenza, weil es immer noch schwere Verläufe gibt? Ja, ich würde nicht sagen, das eine ist schlimmer als das andere. Auch Influenza ist weiter eine sehr schwere Erkrankung, an der jedes Jahr auch tausende Menschen sterben, auch in Deutschland. Aber Corona ist mindestens genauso schlimm. Und wir wissen um die verschiedenen Verläufe, wir wissen um akute Verläufe. Auch jetzt landen Patienten auf der Intensivstation, auch in unserem Krankenhaus zum Beispiel. Aber wir wissen auch um die Langzeitfolgen. Viele haben, sie haben schon oft über Long-Covid, Post-Covid berichtet. Sie haben über Folgeerkrankungen an Herz und Lunge berichtet oder an einem Nervensystem. Also das ist eine facettenreiche Erkrankung, die einen lange begleiten kann, die einen lange beeinträchtigen kann. Wem empfehlen Sie denn jetzt aktuell die Impfung? Na, generell ist sie jedem zu empfehlen, der schwere Verläufe vermeiden will. Das heißt also, grundsätzlich ist sie für keinen ein Fehler. Aber besonders zu empfehlen ist sie natürlich bei Menschen, die in ihrer Abwehrkraft geschwächt sind. Das gilt für alle älteren Menschen ab dem 60. Lebensjahr. Das gilt für Menschen, die Begleiterkrankungen haben an Herz, an Lunge, Blutsystem, Tumorerkrankungen, andere Krebserkrankungen. All diese Menschen sollten auf jeden Fall darauf achten, sich wieder impfen zu lassen. Und wenn ich jetzt an Weihnachten erkrankte oder alte Verwandte schützen möchte, wann muss ich mich dann jetzt impfen lassen? Na, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn Sie eine Grundimmunisierung haben, also wenn Sie die Grundimpfung haben, vielleicht auch noch selber eine Infektion gehabt haben, dann haben Sie eine gute Basis. Und wenn Sie sich dann 2-3 Wochen vorher impfen lassen, dann haben Sie das wieder gut aufgefrischt. Das würde ich also so sagen. Und vielleicht noch ein Satz zur Sinnhaftigkeit der Impfung. Wir müssen immer bedenken, der Schutz vor den schweren Verläufen, der hält etwa ein Jahr an. Und darum macht es durchaus Sinn, sich wirklich jedes Jahr neu impfen zu lassen. Vielen Dank, Professor Winfried Randerath.